Ein aus 300 Tyrannosaurus Rexknochen rekonstruiertes Skelett ist bei einer Auktion in Zürich für knapp 4,9 Millionen Euro versteigert worden. Der T-Rex mit dem Namen Trinity war aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt worden, die zwischen 2008 und 2013 an drei Fundorten in Montana und Wyoming entdeckt wurden. Vor zwei Jahren wurde ein Triceratops-Skelett, laut dem Guinness-Buch der Rekorde das größte der Welt, bei einer Auktion in Paris für 6,6 Millionen Euro an einen privaten Sammler verkauft.